bin heute in den Bergen unterwegs an der Großglockner Hochalpenstraße und meine Tour startet da in Fusch beim Bärenwerk. Das ist über 100 Jahre altes Gebäude und ist aber immer noch original erhalten. Da wird immer noch Strom erzeugt, aber natürlich heute mit modernster Technik. Ja, das Kraftwerk Bärenwerk ist das erste Großkraftwerk von der Salzburg AG und ist von 1920 bis 1924 errichtet worden. Zu den damaligen Zeiten war der Energieverbrauch noch nicht so groß und ist eigentlich für die damaligen Zeiten zu groß gewesen. Das hat sich mit Industrialisierung dann relativ schnell verändert und so 1956 ist dann die Anlage einmal erweitert worden und 2012 bis 2015 ist die komplette Anlage dann modernisiert worden, der Speicher verleiten ist neu gemacht worden, der ganze Triebwasserweg und die ganze Leittechnik und die ganze Automatisierung ist 2012 bis 2015 gescheitert. Einige versteckte Relikte gibt es aber noch vom ursprünglichen Kraftwerk. Das da hinter mir ist der frühere Eingang zum Übergang vom Stollen zur Wasserrohrleitung. Das war bis 2012 circa noch in Betrieb und die Natur hat sich das richtig schnell zurückerobert. Das hier ist der Eingang zum heutigen Stollen. Da wird die Fuscharche wird da zurückgestaut und wird dann durch das Einlaufbauwerk in den Stollen eingeleitet. Und dann ist ein 3 Kilometer langer Stollen. Und nach dem Stollen wird das in ein Rohr übergeleitet. Und dann haben wir noch eine 730 Meter lange Rohrleitung. Und durch den Stollen fließt das Wasser circa mit 3,5 Meter pro Sekunde. Und dann geht es zu den Turbinen und damit wird dann Energie erzeugt. Pro Jahr erzeugt das Kraftwerk so den Strom für rund 19.000 Haushalte. Das wird in das 30 kV-Netz eingespeist und wird natürlich da in der näheren Umgebung verbracht. Die Wasserkraft ist sicher eine von den CO2-freundlichsten Energiegewinnungen, weil man eigentlich wir produzieren kein CO2 und wir verbrauchen auch kein Wasser, wir verwenden nur das Wasser. Damit ist es eines von den klimafreundlichsten Energiegewinnungen, die wir haben. Darum setzt die Salzburg AG als Greentech-Unternehmen stark auf Wasserkraft. Sie macht über 85% der Stromversorgung aus. Der Rest ist ein Mix aus anderen erneuerbaren Energien. Am Speicher verleiten komme ich dann auch noch vorbei. Ich bin jetzt da noch beim oberen Teil des Kraftwerks, quasi am Ende des Stollens. Und für mich geht es jetzt weiter über die Großglockner Hochalpenstraße hinauf bis zur Franz-Josefs-Höhe. Und ich hoffe, ich werde ein paar Murmeltiere entdecken. Die Großglockner Hochalpenstraße erstreckt sich über 48 Kilometer und führt mit insgesamt 36 Kehren zu wunderschönen Ausblicken. So wie hier am Fuscher Törl, meinem ersten Stopp. Ziemlich flott ist man da auf über 2400 Meter Seehöhe heroben. Da hat man ein wahnsinnig tolles Bergpanorama und dahinter mir kann man auch schon einen Blick auf den Gipfel des Glockners erhaschen. Schon vor über 3500 Jahren wagen Menschen den Weg über das über 2500 Meter hohe Hochtor. Damals vor allem für den Handel. Der Weg ist allerdings oft lebensgefährlich. Der Bau der Großglockner Hochalpenstraße als neue Nord-Süd-Verbindung startet am 30. August 1930. Sie sollte rund 4000 Arbeitsplätze schaffen und vor allem für den aufkeimenden Tourismus genutzt werden. 5 Jahre später wird die Straße schließlich eröffnet. Gleich am nächsten Tag findet das erste Straßenrennen auf der noch mit Sand bedeckten Straße statt. Eine Herausforderung ist von Anfang an die Schneeräumung. In den Anfangsjahren schaufelten 350 Männer rund 70 Tage lang, um die Straße von den Schneemassen zu befreien. Heute schaffen 12 hauptberufliche Schneeräumer die Räumung in rund 25 Tagen. Das geschieht meist Anfang Mai. Danach ist die Straße etwa bis Ende Oktober befahrbar, je nach Schneelage. Ungefähr 6 Monate im Jahr ist die Großglockner Hochalpenstraße nicht befahrbar aufgrund der Schneemengen. Da entstehen Schneehöhlen von um die 20 Meter und das muss man erst einmal freiräumen. Und da hinter mir, das ist das Hochtor, da kommt man von der Salzburger Seite auf die Kärntner und umgekehrt. Und da treffen sie dann jedes Jahr die Schneeräumungsdienste, wenn der Durchstich erfolgt. Die Straße lockt in der Zeit jedes Jahr rund 900.000 Besucher an. Auf der Kärntner Seite gelange ich schließlich an mein Ziel, mit einem gewaltigen Ausblick.
Da auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe hat man einen direkten Blick auf den Großglockner und auf den Gletscher. Und ich mache mich jetzt auf die Suche nach den Murmeltieren. Da braucht man wirklich nicht lang nach Murmeltieren suchen, weil die sind Publikum gewöhnt und fressen den Besuchern sogar aus der Hand. Das war heute eine richtig tolle Tour bis zum Großglockner. Und wenn euch das Video gefallen hat, da könnt ihr euch noch mehr anschauen.